to the surface from untold depths, the horrors come. This time, he mouths a silent vow. No more. Again, he enters the world, but now he sees the trap for what it is, a maze that loops back into itself. I'm here again. He sent me back. Okay, ja, somit herzlich willkommen, meine Lieben, zum nächsten Teil von Alan Wake. Leider war in der letzten Folge irgendwas bei der Tonspur nicht ganz in Ordnung, deswegen war der Ingame-Sound irgendwie ein bisschen verschwunden. Und auch bei der nächsten Folge, die war aber nur ganz kurz, deswegen habe ich jetzt nochmal den letzten Checkpoint geladen. Das heißt, jetzt fehlen ungefähr 5 Minuten zwischen letztem Video und diesem Video, aber in den 5 Minuten ist nichts Spannendes passiert. Keine Sorge, ihr habt nichts verpasst. Ich werde es auch nicht nachspielen, weil sonst müsste ich komplett von vorne wieder anfangen, weil ich die Checkpoints nicht mehr habe. Deswegen würde ich sagen, machen wir einfach hier weiter. Ich hoffe, euch macht das nichts aus und ja, wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen, meine Lieben. So, mal schauen, wir haben noch Munition und Blendgranaten. Okay, ich hoffe, dass heute in der Folge alles optimal läuft, weil letztens hatte ich ein Problem mit einer scheiß Soundkarte. Die hat irgendwie den Ingame-Sound nicht ganz korrekt aufgenommen. Aber das kann ja mal passieren, wenn man falsche Einstellungen benutzt, ne? Da bin ich selber schuld. So, wir müssen mit Emma sprechen, okay, Oh, not birds again. Oh nein, die verdammten Vögel. Oh fuck. Jetzt hab ich Trottel. Okay, warte mal kurz, irgendwie ist der Ton jetzt viel zu laut. Wieso ist der Ton jetzt viel zu laut? Ich mach's jetzt einfach mal eins zurück. Ja, ist scheiß drauf. Lassen wir es einfach so. Kopfschuss. Direkt in die Fresse. Okay, da geht's nicht. Da kommen wir nicht durch. Da hinten blinkt irgendwas. Okay, das war das die Schrotmunition. Ich hab's schon wieder vergessen, Leute. Nee, war's nicht. Nimm mal mit den 9mm. Oh Mann, komm, hol dich aus, du kleiner. Du kleiner, süßer Alan Wake. Okay, wir müssen wieder runter, das heißt, wir können jetzt unten ein paar Manuskripte farmen. Okay, links oder rechts, links oder rechts, links oder rechts, keine Ahnung, rechts, rechts. Ich nehme die rechte Seite. Okay, da können wir gleich wieder irgendwelche dunklen Gestalten. Alter, die halten ganz schön viel aus, Leute. Die halten echt verdammt viel aus. Okay, mal gucken. Da oben wird nichts sein. Da oben wird nichts sein. Das heißt, wir müssen... Da drin, was ist da? Da ist irgendwas. Da ist irgendwas. Ernsthaft, du kommst da nicht durch. Bist du zu fett, Mann? Mann, er ist einfach zu dick. Okay, ein Manuskript, geil. Aber das heben wir uns hier später auf. Okay, warum komme ich da nicht mehr rein? Das Manuskript, würde ich sagen, heben wir für später auf. Bis wir wieder ein, zwei Stück zusammen haben oder drei. Und dann können wir das anschauen, ne? Da ist auch zu. Okay. Da oben ist ein Schlepper, ein Traktor. Okay, wieso ist da überall der Nebel? Ich würde mal behaupten, dass ich da nicht reingehen darf. Dann lassen wir es lieber, oder? Ich werde mein Glück nicht auf die Falter spannen. So, dann. Ich würde sagen, wir gehen mal zu Emmerlein.
Okay, den Radar lasse ich alles, weil er hat den nur Scheiße zu labern. Okay, da ist ein Manuskript drinnen und hinten ist auch ein Manuskript. Das werden wir uns gleich schnappen. Okay, mir fehlt allerdings meine Schrotflinte. Wow, it is you. I guess all of it really happened. You remember me? Kind of. I felt weird all day, like I could almost remember a dream I had. And then, just before sunset, I remembered the page. Yeah. I'm going to have to go get those things again. Not all of them. I went out and got them. Well, most of them. I felt stupid at first, but then it was getting dark, and those things started showing up, and one of them made off with the battery. It ran into the railroad tunnel. There was no way I was gonna follow him in there. Sorry. It's good you didn't. You should be careful. I mean, really careful. Yeah, I kind of remember something. Something bad happened to me, didn't it? Forget it. It doesn't have to happen again, okay? Just do what I say. Yeah, okay. God, this is too weird. Am I going crazy here? Just go get that battery. Okay, wir holen dir die Batterie, meine Süße. Die Klampe oder den Tacker, die Nagelmaschine, die lass mal liegen, weil die ist sicher nicht so gut, ne? Okay, aber der hat da gerade was angezeigt. That'll save time. Blendgranate. Okay, da drin ist irgendwas. Alter, ich weiß nicht, wo ich die Pumpgun finde. Ich habe die Pumpgun verloren und das ist scheiße, ne? So, mal kurz schauen, ob ich da irgendwo. Ne, natürlich, ich komme dann auch nicht rein. Es ist noch nicht Zeit für mich, da reinzugehen, oder? Ne, also das heißt, wir müssen zuerst. Alter, wo ist die verdammte Pumpgun? Mann. Ich will mal eine Schrotflinte haben. Okay, warte mal, was ist da oben? Oh, meine Nase juckt, Leute. Da oben wird nichts sein, oder? Ne, da ist nichts. Okay, ich geh mal in den Eisenbahntunnel rein. Ich geh mal in den Eisenbahntunnel. Wir haben ja 50 Schuss für die Pistole. Na, den Fernseher lasse ich aus. Die Fernseher geht mir an, die Sack. Komm, hol dich aus. Jetzt war. So, ich hoffe, dass ich jetzt irgendwo eine Schrotflinte finde oder sonst irgendwas. Okay, warte, ist was. Manuskript. Okay, eins suchen wir noch und dann schauen wir sie uns an. Okay, da liegt nichts. Was ist da oben? Auch nichts, okay. Meine Güte, wie der sich oft ausruhen muss. Dieser alte Opa. Okay, da unten liegt auch noch was. Ja, da liegt Pumpgun-Munition, aber ich habe keine Pumpgun. Ich glaube, die habe ich irgendwo übersehen. Scheiße, okay, Checkpoint. So, dann rein in den Tunnel. Alter, das ist alles dunkel. Das ist da alles dunkel, ne? Okay, what the fuck, was war das? Das sind die irgendwo Spinnen. Okay, ich trigger gleich was. Now I just need her to charge this up. Okay, wenn das alles war, was gerade getriggert wurde. Okay, ich laufe jetzt schnell raus. Schnell raus aus der Scheiße. Was war's das? 6 Spinnen und. Nee, natürlich.
Okay, 4 Stück, okay. Okay, ein paar Spinnchen. Ja. Genau. Fickt euch. Okay, warte mal. Haben wir jetzt erledigt? Nein, eine ist noch nicht so. Jetzt haben wir es ja erledigt. Okay, dann laufen wir zu ihm und versuchen mal die Schrotflinte zu finden, weil die müsste irgendwo rumliegen. Das kann es nicht sein, dass sie es übersehen haben, ne? Wow, fuck! Ich hab mich jetzt wirklich erschrocken, die Spinne. WTF, Junge. Munition sind wir voll. Ja genau, nimm die Munition und Bulle eh voll, bis du spaßt. Ah. So, warte mal kurz. Ich muss kurz da schauen. Da irgendwo muss da die Schrotflinte sein. Oder? Da oben. Da oben ist eine Schrotflinte. Da war letztens auch keine. Jawohl, da liegt eine. Geil. Okay, Schrotflinte haben wir jetzt. Dann zurück zu Emma. Zurück zum Emmy-Line. Mal schnell den Checkpoint mitnehmen. So, was war da nochmal für eine Waffe drinnen? Was war? Maschinenpistole. Tausch die jetzt mal aus. Ich bin gespannt, was die kann. Found the battery. Okay, I'll charge it. Here. Try not to get killed. Ja, süße. Küsschen, Küsschen. Zum Ölfeld gehen, um die Geschichte zu verändern. Okay, ich habe nur 60 Schuss. Warte mal. Ist der Munispawner noch da? Jawohl. Mal schauen, ob ich da noch mehr Munition krieg. Ah, okay, 120. Nice. Nice. Dann gehen wir mal zu den Ölfällen und warte, Polizei anrufen. Hallo, Polizei. Hier passieren ganz furchtbare, schreckliche, unheimliche Dinge. Nein. Alter, wie viel Munition braucht die Scheiße? Das kann doch nicht sein, oder? Okay, warte mal. Okay, ich würde sagen, dass ich nachher wieder die Pistole nehme, weil da braucht man wirklich viel zu viel Munition. Also warte mal, kann man da 9mm auch nehmen? Ja, okay. Okay, so, sie hat wirklich Bums, aber man braucht viel zu viel Munition. Schon wieder nur 60 Schuss und 30 in der Waffe.
Ach du heilige Scheiße. Okay, das Rad war angebracht, das Öl floss. Die Batterie war angeschlossen und die Lichter blinkten. Im Ghost, im Ghetto-Blaster lief die CD. Okay, warte mal. Das Rad war angebracht. Die Lichter leuchteten, wo? Lichter, wo? Lichter, da Lichter. Oder? Ja, Batterie anbringen. Einschalten. Und im Ghetto-Blaster lief irgendwelche scheiß Musik, dann ist der Ghetto-Blaster da drüben dieser Stern. Ich kann mich jetzt auch hören, aber habe ich gerade ein Déjà-vu, Alter? Das hatten wir doch gleich am Anfang die Stelle, oder? Da wo der Komet abgestürzt ist. Should be in trouble. Better hurry. Alter, ich check's nicht. Entweder habe ich da jetzt irgendwas verpeilt. Hat irgendeinen falschen Checkpoint geladen. Oder es gehört zum Spiel, weil wir die Geschichte ändern müssen. Okay, ich komme gerade ehrlich nicht klar, Leute. Leute, ganz im Ernst, was geht da gerade ab? It's okay. It's safe now. Ich vermute, es gehört zum Spiel, oder es gehört zur Geschichte, oder? Zu Emma zurückkehren, das bin ich mal gespannt. I got a really bad feeling about all of this. I'm gonna need those keys to the diner now. There's a motel key there that I have to get. Oh, hey, you don't have to do that. I have the motel master key. I work for the same company, you know. What's at the motel? Well, there's a dead guy. He's got something I need to get into the Mount Redtooth Observatory. God, that's awful. Hey, you wanted to know about the guy who looked like you, didn't you? The last time you said he had a party, but you didn't go. No, that's not true. I did go. It was really great at first, and then I didn't see it myself, but I hear he turned nasty. He hurt a bunch of guys pretty bad, and there was this girl, he... fills her with dread. This time, she does as she's told. It's not enough to save her.
ich. Nö. Da gehe ich jetzt nicht dran, da war ich das letzte Mal. Ich check's gerade echt nicht, Leute. Da war ich ja schon alles. Okay, jetzt sind wir da. Manuskript, Seite nehmen. Jetzt wollen wir uns gleich die Manuskripte anschauen. Okay, jetzt lesen wir kurz alle drei Manuskripte. Okay, zuerst Zerspiegel. My own face peered back at me from the TV screen. For a moment, I struggled with the sensation of déjà vu. How many times have I seen myself like this now? And then there was that easy grin that never seemed quite as quick or natural on my own lips. The dark, malicious twinkle in the eyes. And I knew who I was looking at. As he pulled back and revealed the room behind him, my throat went dry. There was nothing I could do but watch. Okay, dann haben wir noch Kultfernsehserie Night Springs. Night Springs doesn't exist. It's a fictional town from the TV show I used to work on. It was Any Place USA, a place we used as a backdrop for whatever strange story we had that week. One of the stories I wrote for the show involved a man, the champion of light, fighting his evil double, the herald of darkness. It was something I'd written back in the real world, something I had a link to, a framework I could build on. I had adapted it into a new story, this story. Und wir haben dann noch drei Manuskripte. Okay, Night Springs, Arizona. Now Night Springs is in Arizona, although not for long. It's in Arizona because whatever the town that has become Night Springs is really called is located near one of the thin, worn places in the world where dreams and reality flow together and life is always a little strange. Perfect analogy for Night Springs. I can't return to the real world. I've tried, but I'm operating on dream logic. Forcing the door open a crack so I can slip through. I can enter the strange little town of Night Springs. All I did was put in Arizona for one night. Dann haben wir noch das Gespenst. In Bright Falls, I was constantly under attack by birds that were more shadow than flesh and feathers. But this is an evolution. Some of the Taken were actually capable of turning into a flock of birds to escape my attacks and turning back into human form to make surprise attacks. Und das letzte Manuskripto, Emma Sloan. With all the herbs, crystals and the rest of her New Age paraphernalia, Emma Sloan had been called a hippie and a freak and worse. It was that small town mentality. She was a female mechanic, and even in 2011 there were always going to be backward shit kickers who thought that was a hoot. She didn't mind. She could deal. She could take any engine apart, even the new ones with all the computers in them. Turned out that these boys were awful polite while waiting for her to put them back together. Okay, so das haben wir durchsucht. Dann fehlt uns noch ein Raum. Uns fehlt es noch ein Hotelzimmer. Ja, mein Lieben, dann würde ich sagen, ob ich in der Geschichte gerade irgendwas verpeilt habe oder nicht, oder ob ich mit der Geschichte richtig liege oder mit der Story, wie ich sie spiele. Auf Wiedersehen in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es wieder Spaß gemacht. Wenn ihr es so ist, gebt mir Like, schreibt es in die Kommentare. Like das Video. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!